Zu einem Wohnungsbrand wurde am Donnerstagnachmittag die Berufsfeuerwehr Dessau Roßlau gerufen. Mit einem kompletten Löschzug rückten die Kameraden in Richtung Polling Park aus. Beim Eintreffen der Wehr nahmen die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung wahr und erfuhren, dass sich eine Person auf einem Balkon des Hauses befindet. Brandamtmann Martin Müller zu dem Einsatz. Ja, grundsätzlich ist es überhaupt erstmal schön, dass wir so ein Gebäude für so eine Übung gekriegt haben. Sprich, die DWG hat uns diesen Block, der zum Abriss vorgesehen ist, übergeben, damit wir hier realitätsnahe Einsatzübungen durchführen können. Es ist immer ein Unterschied, in so einem Realobjekt mit einem realen Feuer so eine Übung zu machen, als wenn ich das immer nur annehme. Für die Feuerwehren in Dessau-Roßlau sind diese Übungen notwendig, denn zahlreiche Wohnblöcke befinden sich im Stadtgebiet und da sollte man für den Fall der Fälle vorbereitet sein. Und wenn man dann tatsächlich auch noch einen zum Abriss stehenden Wohnblock als Übungsobjekt nutzen kann, ist das von Vorteil und macht vieles leichter. Immer wieder kommt es im Stadtgebiet zu Bränden in Mehrfamilienhäusern. Martin Müller weiß, wie oft. Auch das ist schwer zu sagen. Also richtig größere Wohnungsbrände sind vielleicht 5 bis 10 im Jahr, kleinere sind es vielleicht 20. Das ist ganz unterschiedlich. Zahlreiche Zaungäste versammelten sich, um die Arbeit der Feuerwehr zu beobachten und zu sehen, wie kompliziert doch die Höhenrettung mit dem Hubsteiger TMB 32 ist. Also im Wohnungsbrand, das Schwierige ist überhaupt erstmal die Person zu finden. Es ist ja alles verqualmt, man muss sich das also im Prinzip so vorstellen, stockdunkel. Man muss sich überall hin vortasten und dann mit der Person auch wieder zurückfinden. Und der Zeitfaktor spielt ja auch eine entscheidende Rolle. Nach wenigen Minuten war zumindest der Einsatz des Hubsteigers beendet und der Beweis erbracht, dass solche Einsätze, von denen die Kameraden anfangs nicht wussten, dass es sich um eine Übung handelte, eine gewisse Routine in den Arbeitsalltag der Feuerwehr bringen. Im Übrigen, das Gebäude wurde fachmännisch entraucht und auch die Fenster wieder ordnungsgemäß verschlossen.